Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous und dem Beagle. Wir wollen Questen machen. Bin noch nicht hingelaufen. Nein. Aber Spionagegeschichten. Sind wir denn alle hier verrückt geworden? Aber sicher, gute Frau, aber sicher. An diesem Gebäude soll eine Scherbe sein. Habe ich gar nicht, du dämliche Kuh. Nur weil ich ein Held bin, heißt es nicht, dass ich menschenfreundlich bin. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich brauche noch 12 Scherben. Von mir aus. Oh, ihr seid so nervig, ey. Ihr seid so nervig. Na komm. Das ist meine Neighborhood. Ja? Ihr Arschgeigen. Toll. Ja, ich weiß. Hat er gesagt, der Mythos? Ich bin gerne der Mythos. Zack, und nebenher einfach noch mal Menschen retten. Zack, noch mehr Menschen retten. Ein bisschen Strom hier abzwangen. Und weiter geht's. Ganz normaler Alltag für Cole. Ach ja. So, wo denn? Wo denn? Weiter nach oben, ne? Weiter nach oben. Zack, 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 zack. Ach komm. Nein, schnell annehmen. Annehmen. Es geht das Gerücht um, dass die Reaper einen Kurier durch dieses Gebiet schicken. Prüfen Sie das. Nein! Die Frage ist, wo er hingeht. Nein, 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 nein. Cole, Cole. Ah. Puh. Ist doch wieder dahin. Na gut. Was? Wieso denn noch 10 Sekunden über? Der Kurier flieht, das halte ich für ein Gerücht, ja. Cole, du machst es mir echt nicht einfach. Folgen Sie dem Kurier, ohne gesehen zu werden. Nein, der Kurier flieht überhaupt nicht. Ach du Scheiße, was? Was? Ah, lass doch los, Cole. Tada! Das ist doch eigenartig, dass ich genau diese eine Fläche da nicht machen kann. Die hier. Hm. Der Betrüger. Der betrügt gern. What the...
Was ist falsch mit euch? Was ist falsch mit euch? Was ist falsch mit euch? Beeindruckend. Ah! Also wirklich, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Was ist euer fucking Problem? Was für ein Talent? Wie? Auf der einen Seite sagst du mir, was ich für ein Talent bin, auf der anderen Seite sagst du mir, ich weiß, was. Krepieren sie endlich. Also die Leute hier sind mehr als unhöflich. Ein Reaper Conduit im Park hat sich als Spaziergänger getarnt. Okay. Ich rieche hier eine Scherbe. Ja, wärst du mal nur zu Hause geblieben. Im Park, ja. Im Park, ja. Der kann ja dann genauso wenig mit Wasser in Kontakt kommen wie ich, also alles gut. Es sind halt immer diese Kleinigkeiten hier. What? Irgendwo hier, ne? Ja, da? Offensichtlich nicht. Dafür habe ich mir jetzt Minus kassiert, ja? Wo denn? Dudes, wo denn? Was ist da verschreckt? Ja, was soll's? Nicht bewegen. Was ist das? Nein. Ihr seid tot, ne? Ach, guck mal. Wo denn? Conduit? Conduit! Also diese Missionen gehen ja so dermaßen fix vonstatten. Ich weiß, du willst diesen Ort aufräumen. Hab's kapiert. Aber wenn die Dinge so weiterlaufen, ist der Markt schon meiner Batterie gleich null. Die Leute mögen keine Angeber, Cole. Nee, die Leute mögen dich nicht, Sieg. I'm just saying. Psychospielchen. Meine Lieben, wir gucken uns an, was bei den Psychospielchen so abgeht. Ich? Das ist Helenas Stimme, eindeutig. Die Welt hasst dich, weil du hassenswert bist. So einfach ist das. Die Ratschläge von Cole gibt's übrigens gratis. Und wer kennt's nicht? Wer hassenswert ist, der ist hassenswert. So, so. Ja. Jeder kann nett sein. Sei nicht wie jeder. Aua. Sieht nicht gut aus, Moya. Nein. Hier sind überall Kranke. Ja. Und das Wasser im Brunnen. Meine liebste Freundin. Schwarz. Okay, gehen Sie hin. Wir müssen dem irgendwie ein Ende setzen. Habe ich gesehen, so. Das sieht nicht so gesund aus. Komm schon, atme! Atme! Während du nicht mal einen retten kannst, hab ich gleich alle hier gerettet, also, ja? Was machst du denn hier? Ich soll für Moya überprüfen, was mit dem Brunnen ist. Wer ist Moya? Nicht so wichtig. Hör zu, Trish. Ich weiß, was der Kerl über mich gesagt hat. Du hast meine Schwester auf dem halt Gewissen. Halt die Fresse! Ich schwöre, ich wusste nicht, was in dem Paket ist. Ich will's nicht hören. Du willst helfen? Gut. Schließe das Ventil da drüben. Es ist blockiert.
Ich kann es nicht drehen. Darüber gelangt der schwarze Teer in den Brunnen. Die Frau ist so unhöflich und scheiße. Die hat noch nicht mal mit uns geredet. Ja, die hat Nachrichten gehört. Ich habe Lösungsmittel im Auto. Komm mit. Ja, die hat das in den Nachrichten gehört. Ich habe dich beobachtet, komm. Ich habe diesen Moment gewartet. Mit Freude. Wer ist das? Sie hasst dich, abgrundtief. Deine Macht macht ihr Angst. Sie wird dich nie. Ich kann sie dich vergessen. Klar kippt man bei so einem Ungebot auch schon mal um. Halt still! Angebot. Danke. Ich helfe dir nur dieses eine Mal, Cole. Wenn du das Zeug nochmal abkriegst, kannst du warten, bis es von alleine weggeht. Sie jetzt umzubringen, ich habe mich um den Brunnen gekümmert. Ich musste das Zuführventil zudrehen. In der Gegend gibt es 2 weitere Hauptwasserleitungen. Alles klar. Ich drehe sie ab. Mal sehen, was passiert. Es ist so schlimm. Also die Frau ohne Wenn und Aber einfach direkt angefangen, Cole zu hassen, obwohl sie vorher ja noch gesagt hat, nein, Cole, ich könnte nicht damit leben, wenn ich dich verlieren würde. Ich weiß ja, der Tod eines lieben Verwandten macht einen manchmal sehr irrational, aber das ist echt abstoßend. Das ist so typisch Mensch einfach. Und ihm nicht mal zuzuhören, ja? Naja. Allerdings fand ich die auch schon ein bisschen unhöflich, als die noch zusammen waren, also so gesehen. Und zudrehen. Nicht zudrehen? Doch, oder? Da zudrehen. Ach, wie eklig. Ich spüre deinen Liebeskummer, Cole. Kann ich nicht. Nein. So viele Gefühle. Vollkommen ohne. Warum? Ein Konduit. Sie ist nicht gut. Ich weiß nicht. Ich? Oh, halt den Mund. Ja, halt den Mund auf. Oder? Oder noch ein Konduit. Ah! Wie jetzt? Wieder zudrehen? Ach, come on. An der Stelle hatte ich jetzt verloren. Alter, wie frech seid ihr denn? Ups. Sag mal. Alter, sag mal, ich hab's noch nicht mal zugedreht. Manchmal ist das Spiel so einfach und dann gibt's diese Situationen und auf einmal ist es doch nicht so einfach. Naja. Was verpisst euch? Vielleicht 2 Scherben hier? Krass, in einem Baum. Kannst du Bäume hochklettern? Er kann Bäume hochklettern. Das zweite ist bestimmt hier oben drauf, ne? Frage ist, wie kletter ich da oben drauf? Einfach so. Ich bin ein lebendes Wunder. Naja. Wie jetzt? Was bin ich für euch? Terrorist und Mörder oder jemand, den man fotografieren sollte?
Ah, oh, komm schon! Cole! Nein, 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 haltet die Fresse da um! Oh, komm schon! Nein! Alter, ohne Witz. Wo denn? Wo der andere? Wie? Er kann mich treffen, aber ich ihn nicht! Arschiges Arschloch. Das ist keine Täuschung, du Penner. So. Sie tatsächlich nicht, aber du bist, glaube ich, auch nicht das, was man haben möchte. Demont. Demont. Du bist ganz allein, Cole. Ganz allein. Das Mädchen nicht. Der fette Kerl. Woher weißt du das überhaupt eigentlich alles? Die Frau unter der Brücke. Oh! Konduiten, ganz viele. Oh. Ich habe die. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ah. Warum kann ich keinen Strom saugen? Nochmal. Verschwinde. Ja, verschwinde. Kacke. Ihr Penner! Ah, nein, 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 nein. Es wird schon wieder nichts. Was wollen wir? Den gleichen Song nochmal. Den gleichen Song nochmal. Wann wollen wir? Jetzt, jetzt, jetzt. Oh nein, ich werde es jetzt nicht auf leicht stellen, denn das ist einfach nur bescheuert. Wie schon die beiden da oben einfach teilweise. Es ist halt scheiße, wenn du keinen Strom ziehen kannst. Und ich frage mich, warum ich nicht zumindest den Strom ziehen kann bis dahin, wo ich... Oh, komm schon! Hallo, nein! Danke! Hallo! Danke. Es wäre zumindest angebracht, den Strom so weit ziehen zu können, wie es abgedunkelt ist. Scheiße. Ich spüre deinen Liebeskummer. Aber klar. So viele Gefühle. Vollkommen. Sie. Aber klaro. Warum liebst du sie? Sie ist nicht gut genug. Du hast Besseres verdient. Wohin hinter mir? Oh, halt den Mund. Du bist ganz alleine, Cole. Niemand mag dich. Niemand mag mich. Das Mädchen nicht. Der fette Kerl auf dem Dach nicht. Die Frau unter der Brücke nicht. Nur ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt, Cole. Und werde es immer tun. Verdammt nochmal. Verschwinde. Ich kann gerade gar nichts machen. Fällt mir gerade auf. Ey, die sind nicht so schwer zu töten, ne? Aber... Oh, komm schon! Nein! Die sind nicht so schwer zu töten.
So, jetzt noch einer. Der hier nämlich. Jetzt habe ich doch bitte hoffentlich meine Ruhe. Wenn ich das Ventil drehe, spritzt mir eine Ladung Dreck ins Gesicht. Dann drehe ich durch und höre wieder Stimmen. Vielleicht sollte ich diesen Kerl dazu bringen, es zu machen. Ich bin ein Streiter. Du kannst mich nicht ewig verbannen. Irgendwann entsteht ein Riss. Er wird sich ausbreiten und immer größer. Und dann zerbröckelt deine Mauer. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ach, jetzt geht das auf einmal, ne? Da, dann folgen wir mal. Die Ventile sind zu. Jetzt müssen sie herausfinden, wie diese Irren den Teer ins... Du weißt nicht, was Liebe ist. Wahre Liebe. Ich werde es dir zeigen. Dann wird der Mistkerl sehen, was er verloren hat. Ey, Schruller, wenn du noch psychische Probleme aus einer Ex-Beziehung hast, ne? Komm. Was hat der bitte für ein Hemd, für ein Schild, dass das so gut ist, ja? I don't believe that. Ich darf hieraus keinen Strom mehr saugen. Hier ist ja noch mehr. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach, sag mal, wo kommst du denn, du Arsch? Von hinten oder was? Nein, ohne Witz, wieso machen die mir Schaden? Wie soll ich das machen? Was geht? Jetzt kann ich schon wieder nichts machen. Sie lösen sich immerhin auf, sofern man so drin ist. Oh Gott. Ein Konduit-Vollstrecker. Alter, wie kann man so viel nicht treffen? Ist mit dem Rohr verbunden. Er ist die Quelle der Seuche. Zerstören Sie ihn. Bin dabei. Boom! Leben gerettet. Verdammt, was ist das für ein Zeug? Ein Mittel, um Gedanken zu kontrollieren. Scheint organisch zu sein, aber keine Ahnung, wie sie es herstellen. Ja, mich hat es ganz schön fertig gemacht. Ich gehe zurück zu Sieg. Mir dröhnt der Schädel.
Witzigerweise kann ich jetzt irgendwie nicht. Okay. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Wie, habe ich jetzt wieder die volle Breitseite aller Möglichkeiten? Habe ich in der Tat. Mobiles Gift. Wir holen uns mal die blaue Quest. Beziehungsweise... Ach, doch, das war richtig. Scheiße. So, was haben wir? Wir haben 3000 EXP. Das sieht cool aus. Nahkampf ist jetzt auch gar nicht mehr so abwegig, aber... Ach, kann ich eh jetzt nicht mehr machen. Schwer, 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 schwer. Ich warte noch. Immerhin habe ich meine Granados jetzt fescher gemacht. Wir haben noch 3 Minuten. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Nebenquest in 3 Minuten schaffen. Ich frage mich, wo? Wo? So, was passiert einem nur in Empire City? Läuft ein Selbstmörder auf dich zu. Und find das geil. Ich hoffe, Cole bringt den bei, dass sich das nicht lohnt. Nur noch 2 Stück. Hier vorne ist noch einer. Oh, an der Brücke hier? An der Brücke hier? Cole, genau hier. Hat die gerade wirklich gesagt, werfen sie sich vor den Zug? Ach, die sind doch alle so unglücklich. Ups. Ja, das ist auch mein einziger Weg hier hoch. Ins Wasser sollten wir nämlich nicht. Give me some Spieler. Einen noch. Come on. Wo? Ich sehe sie! Ich sehe meinen neuen Batteriekern! Bams! Was? Es wird kalter draußen, besonders nachts. Halten Sie sich warm. Füllen Sie Bäume, verwenden Sie das Holz zerstörter Häuser. Sammeln Sie was Sie will. Regeln existieren nicht mehr. Oh. Stimme des Überlebens. Ende. Ach, die ist tiefer. Na gut. Nee. In die andere. Call! Nein. Wir haben Schwierigkeiten mit der Festnahme eines Reaper Conduits. Können Sie das übernehmen? Wir brauchen ihn lebend. Wo denn? Ach du Scheiße, du? Hoppala.
Und jetzt kann ich den sicherlich fesseln. Bist du denn? Ey, Dude, wo bist du? Wo bist du? So leicht kann's gehen. Eine böse Mission wurde gesperrt. Interessiert mich auch nicht. Der Jungs sagt, dass die Straßen nicht mal vor der Explosion so sicher waren. Ich wünschte, ich wäre mit dir da draußen. Oh, ich muss mir die Strahlenkugel besorgen. Die groß angelegten Hilfsaktionen in Empire City gehen weiter, nachdem die FEMA mehrere Tonnen Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter über den Archer Square abgeworfen hat. USTV wurde mitgeteilt, dass die Hilfe rund um die Uhr weiterlaufen wird. Beobachter vergleichen das Ausmaß der Aktion mit der Berliner Luftbrücke, die die Versorgung der Westalliierten gesichert hat. Es gibt Hoffnung für Empire City. Ja, aber nur weil Cole hier rumläuft. Ansonsten wäre da auch keine Hoffnung. Mobiles Gift. Diese eine mache ich noch mit euch, damit wir nächste Folge einfach direkt durchstarten können. Mit der nächsten Hauptquest. Er schwört mir, mich zu töten. Ey, die Reaper kriegen das noch nicht mal hin. Denn? Ah, hallo. Na? Entschuldigen Sie. Ich glaube, ich habe da drüben einen LKW der Reaper gesehen. Sie sollten ihn zerstören. Ah, Conduit, Conduit. Oh, was ist denn jetzt für eine Scheiße los? Nur ein bisschen krass. Oh, Entschuldigung. Ah, was soll ich sagen? Ach, du musst sterben. So, und jetzt muss ich hier weg. Was? Geht das nicht? Ach, komm. Ist okay. Gib mir Stroh. Gib mir. The Fug? Normalerweise die Kuh einfach machen. Das wäre gut. Komm schon. Wie viel hält der aus? Okay, und jetzt hier weg. Ja, und jetzt muss ich hier weg, Cole. Ich muss hier weg. ...48% des Neon-Viertels gehören uns. Finde ich gut. Und jetzt weg hier. Halt die Fresse, Sieg. Okay, ihr Lieben. Die folgen mir. Schaut's euch an, die folgen mir. Das ist kein Thema. Kommt immer ruhig in die Häuser. Ich hol sich das Grund. Hinterlasst mir gerne Kommi. Also ich finde, weder die eine Dame klingt nett für Cole, noch die andere Dame klingt nett für Cole. Alle mehr so ein bisschen crazy. Die eine unfreundlich, die andere crazy. Schauen wir mal, wer die gute Dame ist und was für Probleme die hat. Wenn Trish uns nicht vorher schon... Trish halt. Trish ist... sagt mir mal bitte, was ihr von Trish haltet. Ich finde Trish so unsympathisch. Ich weiß gar nicht, wie man mit der zusammen sein konnte. Die wird doch nicht jetzt von heute auf gleich so unsympathisch geworden sein. Die war ja schon unsympathisch, als sie Cole noch mochte. Verratet sie mir bitte einfach gerne, wa? Ach, komm. So nämlich. Mal sehen.
ob der Gute uns jemals verzeihen kann, dass wir eigentlich gar nichts gemacht haben, außer Opfer dieser Scheiße geworden zu sein. Aber in der nächsten Quest geht erstmal weiter mit... Ich habe gar keine Ahnung, worum es in dieser Quest gehen wird. Und zwar mit zurück auf Siegsdach. Das ist die nächste Hauptquest. Zurück auf Siegsdach. Ist das überhaupt eine Hauptquest oder ist das nur eine Aufgabe, die ich zu erfüllen habe? Das wird so geil, wenn man einfach wieder mit dem Zug fahren kann. Ja. So, ich werde zu Siegsdach zurückgehen. Aber erst nachdem ich diese Scherbe geholt habe. Wo ist jetzt? Scherbe wichtiger als Menschen. Ganz klar. Also Cole, eigentlich hatte ich was anderes vorgehabt. Und zack, boom, 29 Scherben. Es wird schon mehr, was man braucht. Okay, ihr Lieben. Also, habt einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein.